Neue Informationen zur schwarzen Organisation aus dem SDB Black. Diesmal mit Gin und Wodka. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komm mal Leute, was geht ab? Ich bin Skado Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Im SDB Black gab es ein Q&A mit Gosho Aoyama über die schwarze Organisation und ich gebe euch jetzt mal so eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Fakten zu Gin und Wodka. Fangen wir direkt mal mit Gin an und zwar wurde gefragt, welchen Rang Gin quasi in die Organisation hat, beziehungsweise ist es quasi mit dem Assistant Manager zu vergleichen. Und dann hat Gosho Aoyama gesagt, nein, sondern, dass der Rang von Gin in der Organisation höher sei. Wir haben ja nie so wirklich durchgeblickt in der Hierarchie, abgesehen davon, dass Anokata die unangefochtene Nummer 1 ist, danach halt so rumkommt und es verschiedene Bereiche gab, wie Mittelbeschaffung und so weiter und so fort. Aber wir hatten nie so eine wirkliche Hierarchie danach. Zum Beispiel ist Gin gleichgestellt mit Wodka, Wermut, wer ist quasi da drüber und so weiter und so fort. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Information, dass Gin wirklich doch relativ weit oben in die Organisation ist, ja. Mit den uns bekannten Fakten ist es also so, dass Gin quasi über Chianti, Korn und Wodka steht. Auch mal eine ziemlich geile Information. Weiter geht's und zwar wurde hier gefragt, ob Gin vielleicht ein Kampfsportler ist, ja. Vielleicht macht er Karate, er boxt oder Taekwondo oder. Und dann hat Gosho geantwortet, er weiß nur, dass er stark ist, aber er weiß nicht genau, was er macht. Das heißt, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Auf jeden Fall wissen wir, dass Gin auf jeden Fall klug ist und auch körperlich stark ist. Wer sich so ein bisschen mit der schwarzen Organisation, ganz besonders mit Gin und auch mit dem Apoptoxin 4869 beschäftigt hat, der weiß, dass eine Gemeinsamkeit zwischen Mary und zwischen Gin besteht. In Episode 863 bis 864, der Mord des Geisterdetektivs Teil 1 und Teil 2, wer das Ganze nachlesen möchte, kann das Ganze tun im Band 90, Kapitel 951 bis 953. Denn dort wird klar, dass Gin und Mary jeweils den gleichen Satz gesagt haben. Und zwar wie folgt. It is like encountering a demon in the dark. Beide haben diesen Satz gesagt mit dem exakt gleichen Wortlaut und da ist natürlich auch uns damals, was wir im Video behandelt haben, ob es einen Zusammenhang zwischen Mary und Gin gibt. Damals haben wir ja direkt schon über die Möglichkeit nachgedacht in Form von einer Theorie und diese Frage wurde ja auch nochmal gestellt. Gibt es eine Verbindung zwischen Gin und Mary? Und Gosho hat gesagt, dass es möglich wäre. Ja, es könnte also sein und ich möchte jetzt nicht zu viel interpretieren oder sonst was, aber meistens ist es so, wenn ihr anfängt zu lachen im Interview oder es nicht verneint, nicht ausschließt, dass es dann oft zugunsten der Detective Conan Fans ist. Also wir können wirklich davon ausgehen, es ist wie gesagt nicht bestätigt, aber ich denke mal, wenn zwei Leute exakt genau den gleichen Wortlaut zitieren, dann ist es möglich, ja, beziehungsweise ist es fast eigentlich unmöglich, wenn es nicht so wäre. Ziemlich geile Sache. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen von Gin weg und gehen zu Wodka über. Wir wissen, Wodka ist eigentlich eine unbedeutende Person in der Organisation und da wurde auch gefragt, hat Wodka ein Model, beziehungsweise gibt es also eine Bezugsperson, woran sich der liebe Gosho so ein bisschen orientiert hat. Und ja, in der Tat, es gibt einen Bösewicht, der in den Film Diva mitspielt. Ja, könnt ihr mal googeln, mir in die Kommentare reinschreiben, um was es in dem Film geht. Und dieser Bösewicht hatte also die perfekte Vorlage, die perfekte Figur, um quasi dann Wodka zu designen, sich so ein bisschen daran zu orientieren. Auch mal schön zu wissen, werde ich mir wahrscheinlich sogar direkt mal angucken. Dann eine weitere coole Frage, und zwar stellen wir uns ja alle die Frage, Wodka, der ist ja ein bisschen breiter gebaut, ist er jetzt nun breit im Sinne von muskelbepackt oder ist er breit im Sinne von korpulent, im Sinne von etwas dicklicher, ja, also fettig statt Muskelmasse. Habe ich mich sehr, sehr oft gefragt und hier wurde spezieller, konkretisierter gefragt, ob er vielleicht einen Sport ausübt, ja, und überraschenderweise hat er es nicht verneint. Also es könnte wirklich so sein, dass Wodka in seiner Freizeit vielleicht ein Kickboxer ist oder so. Also man sollte ihn vielleicht nicht unterschätzen. Das war's im Groben und Ganzen von Gin und Wodka. Meiner Meinung nach die wichtigsten Informationen. Wie gesagt, wer das Ganze nachlesen möchte. SPD Black, ja, ist in Japan erschienen. Viele Fragen, viele Antworten, viel Wischiwaschi. Ich bin der Meinung, dass ich euch das Wichtigste zu diesen beiden Personen rausgefiltert habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.